Herr Toms, Freunde, willkommen in ein super ausgestatteten, gepflegten Haus. Lass die Tür offen. Wir haben hier wieder 3+1 in eine Anlage mit Gemeinschaftspool. Natürlich eine kleine Vorgarten, ein Garten hinten mit diversen Obstbäumen. Wir starten, würde ich sagen, am Anfang gleich. Jenny, hier ist Garderobenbereich. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Viele Häuser haben ja direkt den Zugang zum Wohnbereich, ohne irgendwie Garderobenbereich zu haben. Hier haben wir erste WC für Gäste und so weiter, wirklich picobello gefliest. Hinten hat man nochmal einen Schrank angebracht, dass man diverse Stauräume hat. Und dann gehen wir Wohnbereich. Wie ich gesagt habe, das Haus hat 3+1, hat 1 und 3 Bäder sind oben, das heißt 4 Badezimmer, 4 WCs. Dann allein diese Lampen haben mir sehr, sehr gut gefallen auf Anhieb. Das Haus besitzt ein Panoramafenster, was wir euch von oben zeigen werden. Ansonsten haben wir hier einen Essbereich, Wohnbereich. Essbereich ist in einem Raum rein gebaut worden und danach kann man durch einen Rundbogen, wollte ich sagen, ist kein Rundbogen, ein Durchgang, sehr, sehr groß, hat man die Küche. Die Küche ist stilvoll mit diversen Elektrogeräten auch ausgestattet. Aus dem Spüler heraus schaut man zu seinem Parkplatz, wo man sein Auto parken kann. Und rundherum vom Haus ist natürlich nochmal bisschen Erdfläche, wo man eben Bananenbäume, Palmen, da sehe ich Maulbeeren und so weiter hat. In diesem Stil haben wir mehrere Häuser angeboten und auch erfolgreich an Mann gebracht. Hier haben wir einen Stauraum, einen kleinen Stauraum. Ausblick von hier ist natürlich gigantisch. Jenny geht hoch, die Treppen sind sauber. Ich stehe auf diese hohen Mauern, habe ich immer wieder erwähnt, und dann, Jenny, 3 Schritte und dann gibt es ein 4K-Fernsehen. 4K kommt hier nicht mehr mit 8K oder OLED. Und wir befinden uns jetzt im oberen Geschoss, wo 3 Schlafzimmer Platz haben. Erstes Schlafzimmer ist hier mit 2 Einzelbetten. Klimaanlage ist drin. Wir haben hier nochmal nach hinten, Jenny, einen Balkon. Das weißt du ja. Wir kennen die Häuser auswendig. Und dann von der Flur raus gehen wir ins zweite Schlafzimmer. Auch Klimaanlage drin, Riesenschrank, ein Doppelbett ist drin und Zugang nach draußen. Wieder Balkon. Das war zweites Schlafzimmer. Hier haben wir ein Badezimmer für diese Schlafzimmer, diese 2 Schlafzimmer. Auch sehr schön mit dieser nur Glas Dusche, Raum abgetrennt. Das finde ich viel besser, wie wenn man eben Mauern und was weiß ich was zieht. Dann gehen wir im Master Schlafzimmer rein. Und hier haben wir nochmal ein Badezimmer, auch mit ganz einfachen Möglichkeiten, mit Glas abgetrennt, das Wasser nicht nach draußen abspritzt. Und dann kommen wir in Master Schlafzimmer, Freunde. Riesenschrank, ich denke, dass er das mit Schreiner angefertigt hat. Dann hat man hier auch diesen Kopfteil vom Bett auf jeden Fall anfertigen lassen. Und wenn man hier in der Früh aufwacht,
wacht man richtig auf, weil jedes Mal dieser Ausblick ganz was anderes ist. Das heißt, wir haben euch jetzt zwei Badezimmer, einmal WC unten, drei Schlafzimmer, ein Wohnbereich und ein Koch- und Essbereich präsentiert. Dann haben wir oberen Stockwerk nochmal einen Balkon. Mein Lieblingsnachbar. Ja. Okay, da haben wir Bergblick, sehr, sehr schön. Und nach vorne, Jenny, spiel mal Titanic. Okay, ich sehe hier, dass Internetantenne auch installiert ist. Wenn man Internet braucht, hat man hier alle Möglichkeiten der Welt. Also, Resümee machen wir drinnen, weil kalt ist. Ihr seht ja meine Winterjacke. So, Freunde, wir haben hier ein wunderschönes Haus in einer Sitte. Es sind 6 oder 7 Häuser in der Reihe. Wir haben einige, wie gesagt, erfolgreich vermittelt. Die Straße könnte man Germany Straße oder Deutsche Straße nennen, weil durch uns haben alle Häuser hier einen deutsch sprechenden Besitzer bekommen, was uns sehr, sehr freut, weil wir auch in der Nachbarschaft leben. Das Haus jetzt gehört einem Schweden, der aus Irak stammt. Der hat es richtig sehr europäisch sauber, sehr, sehr sauber streichen lassen, gestaltet für seinen Geschmack, und er will jetzt das Haus verkaufen, komplett möbliert. Und wir inserieren das Haus in Größe von 160 Quadratmeter, das heißt 4-Zimmer-Haus mit 2 Bädern und einmal WC, Abstellkammer, Küche, fast getrennt, mit einem Gartenanteil, wo ungefähr 200 Quadratmeter, kann man sagen. Kostenpunkt ist 239.000 Euro Verhandlungsbasis. Wer hier sagt, okay, Erchan, das war das Haus, worauf ich die ganze Zeit gewartet habe, kann uns anschreiben und wir würden die Daten weiterleiten. Da ist eine Verhandlungsbasis da. Manche andere Makler haben das Haus auch inseriert, aber wir sind unmittelbare Nähe von den Hausbesitzer, deswegen wissen wir, für wie viel das Haus hergehen könnte. Wer Lust hat, schreibt uns an und wir vermitteln das Haus reibungslos an euch, und ihr könnt es vielleicht nächsten Sommer schon mit diesem Ausblick euch angekommen fühlen. Ich wünsche euch viel Mut und viel Vertrauen. Nur damit kommt man an seine Immobilien dran.